Also eines muss man den Grünen ja lassen. Egal was auch passiert, ob die Wähler sie abstrafen, ob ihnen die alten Koalitionspartner abspringen und sie aus der Regierung geworfen werden oder ob sogar das Bundesverfassungsgericht ihnen erklären muss, dass sie verfassungswidrige Politik machen. Sie haben ein schier endloses Selbstbewusstsein. Doch genau dieses Selbstbewusstsein ist wie eine Art Scheuklappe mittlerweile, die dafür sorgt, dass sie die Realität einfach nicht mehr wahrnehmen und einordnen können. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, an diesem wunderschönen, naja, wie soll ich sagen, leicht regnerischen Freitagmorgen an dem Flughafen von München. Und wir schauen uns als allererstes mal kurz an, dass die Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen gestern tatsächlich eigentlich der ganzen Welt, nicht nur der Opposition, vorgeworfen hat, sie würden eine postfaktische Politik machen. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Und ich sage Ihnen erstens, dass ich es wirklich problematisch finde, dass Sie in einer, ich weiß nicht, vierminütigen Rede keinen einzigen Satz zu dem Gesetz, das wir heute hier im Deutschen Bundestag beschließen, verloren haben. Keinen einzigen Satz zu einem Gesetz, das heute in zweiter, dritter Lesung hier befasst wird. Und ich habe Sie in meiner Rede eindringlich eingeladen, dass wir zu einem demokratischen Grundkonsens zurückkommen, dass die Bekämpfung der Klimakrise und das Sorgen um unsere Bevölkerung und um unsere Menschen mittels Klimaanpassung, mittels Klimavorsorge in diesem Haus mal demokratischer Konsens gewesen sind. Wir haben darüber gerungen zwischen den demokratischen Fraktionen. Das ist richtig, das ist gut so, weil damit ja auch ein Fortschritt erzielt wird. Aber dieser Konsens ist aus meiner Sicht in Hessen ein Stück weit aufgelöst worden. Damit meint sie natürlich, dass sie die Regierung in Hessen in Zukunft nicht mehr von den Grünen unter anderem bestückt wird. Wo irgendwie in 10 Punkten als 9,5. Punkt das eine Wort Klimaschutz nochmal auftaucht, aber Gender-Sternchen, glaube ich, an zweiter Stelle, dass das verboten werden muss. Und ich nehme wahr, dass mit der gestrigen Beklagung des KTF haushaltstierisch alles richtig, alles in Ordnung, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist selbstverständlich zu respektieren. Aber wie man sich darüber freuen kann, dass diese Möglichkeit zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Transformation zum Umbau der klimafreundlichen Wirtschaft und zur Stabilisierung unserer Wirtschaft, dass das jetzt eine große Schwierigkeit darstellt, diese 60 Milliarden, der KTF als solcher existiert ja weiter. Wir werden eine Lösung darauf finden, aber die klammheimliche Freude darüber, 2 Wochen vor der Klimakop. Das bedauere ich zutiefst, weil das aus meiner Sicht den demokratischen Konsens wirklich in Frage stellt. Ja, und da sehen wir es, ja. Also, im Endeffekt kann man ja sagen, es ist mal wieder eine Menge herumgrüneln. Das bedeutet, den Begriff habe ich ja selbst erfunden damals, ja, erinnert euch vielleicht. Das ist so dieser Gedanke, dass wenn ich jetzt sage, wir wollen das Thema Klimaschutz angehen, dass ich nicht mehr offen bin für alle möglichen Argumente dafür und Lösungen, sondern dass ich automatisch davon ausgehe, dass immer nur meine eigenen Ideen, meine eigene Agenda, mein Programm auch tatsächlich einen näher ans Ziel bringt. Dass andere Lösungen, andere mögliche, andere Arten und Weisen, das umzusetzen, gar nicht gelten und immer ein Zeichen dafür sind, dass man, wie hier geschrieben oder gesagt wird, postfaktische Politik und so weiter macht oder dass man halt eben den Klimaschutz und so weiter nicht mehr fördern will und so weiter. Interessant ist an dieser Stelle nur, wenn man mal kurz sich immer, und das ist einer meiner ersten Dinge, die ich immer mache, wenn es um diese Themen geht, ich gucke mir immer die Elektrizitätsmap an. Ja? Hier sieht man immer ganz genau die spezifischen CO2-Emissionen eines jeweiligen Tages in Europa. Ja? Und was sehe ich hier immer und immer wieder? Deutschland ist hier ganz, ganz schlecht aktuell. Wir sind hier beispielsweise, schaut mal hier, ne, 10-mal so klimaschädlich beispielsweise aktuell unterwegs wie hier die Franzosen. Ja? Oder 3-mal so klimaschädlich aktuell unterwegs wie die Spanier beispielsweise. Ja?
Und daran sieht man ganz klar, nur weil Leute wie Jürgen Trittin beispielsweise Atom- und Kernenergie nicht mehr wollten und deshalb jetzt Kohlekraftwerke hochgefahren werden mussten. Schaut euch das einfach mal an hier. Ja? Kohle. Bam! Ne? Das ist doch klimaschädliche Politik. Das wissen wir alle, dass Kohle mit am schädlichsten ist. Übrigens auch für die Menschen, wo es ja immer heißt, wir sorgen uns um die Menschen und so weiter. Also nicht nur klimaschädlich, sondern auch menschenschädlich, gesehen an den Todesfällen und so weiter. Insgesamt habe ich immer wieder die Daten auch eingespielt in den Videos. Ist das sehr viel schlechter für Menschen als jetzt beispielsweise die sehr saubere und sichere Kernenergie. Und gerade von dieser Fraktion, also jetzt sich das anhören zu müssen, muss man hier an dieser Stelle schon mal einordnen und sagen, nee, sorry, Frau Lemke, da sind Sie auf dem völlig falschen Dampfer. Aber es gibt noch weitere Reaktionen. Beispielsweise hier jetzt vom Wirtschaftsminister selbst, ja, der spricht jetzt auch über diese dubiosen 60 Milliarden und über den KTF. Hören wir mal kurz rein, was Herr Habeck dazu zu sagen hat. Übrigens, ja, hat sich noch nicht ein einziger Politiker der Ampelregierung dafür entschuldigt bei den Bürgern. Also nach dem Motto, ja, war zwar verfassungswidrig, oh, okay, halten wir uns dran, blöd, dass, aber diese ganzen Erklärungen klingen immer so, ah, dieses nervige Verfassungsgericht hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nee, nee, nee. Ihr, die euch die ganze Zeit als demokratische Fraktion bezeichnet, habt verfassungswidrig schon wieder gehandelt. Ja, es ist doch schlimm genug, dass das Verfassungsgericht euch ständig euren Job erklären muss. Also hört auf, euch die ganze Zeit als demokratische Fraktion zu bezeichnen. Dadurch punktet ihr schon lange nicht mehr bei den Wählern. Ja, und entschuldigt euch verdammt nochmal dafür. Das wäre mal das Erste, was man machen könnte. Aber hören wir mal kurz rein, was der Wirtschaftsminister so zu sagen hat. Es fehlen 60 Milliarden für die Transformation und die Unterstützung der Industrie. Nein, Herr Habeck. Es fehlen keine 60 Milliarden, denn diese 60 Milliarden, wie wir ja jetzt wissen, die waren nie da für diesen Zweck. Also fehlen die jetzt auch nicht. Der Industrie, die wir hier schon haben, der Stahlindustrie, der chemischen Industrie, dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und auch dem Aufbau von neuer Industrie, sagen wir ja, der Solarindustrie, die wir ja hier wieder heimisch machen wollen in Deutschland. Die wir hier wieder heimisch machen wollen. Wer genau will diese Industrie wieder heimisch machen? Ja, also ich sehe hier eigentlich niemand, der das sagt. Ja. Ich sehe nur Unternehmen und Menschen, die immer daran arbeiten, profitabel etwas zu erwirtschaften für sich, für ihre Familie, für ihre Unternehmen und so weiter. Und dann sehe ich Politiker, die einfach nicht einsehen wollen, dass ich nicht irgendwo mal den Subventionsstecker rausziehe. Ja, wie viele Leute haben unfassbare Milliardenverluste mit all diesen ganzen Förderprogrammen gemacht und dann mit irgendwelchen Aktien und Pro-Konnen. Erinnert ihr euch noch damals an diese ganzen Anleihen? Die wurden teilweise beim Bäcker sogar noch verschleudert. Ja, da hieß es dann auch schon damals, ja, tolle neue Energie und so. Alles massiv subventioniert und sobald der Stecker gezogen wurde, sind diese Industrien wieder abgewandert in andere Länder, wo, oh, wer hätte das denn gedacht, die Sonne ein bisschen mehr scheint als bei uns hier, ja. Und das ist das Simpelste und Einfachste wirtschaftlich zu sehen. Man kauft sich halt die Dinge dort ein, wo es am günstigsten produziert werden kann. Ja, damit ist allen sehr viel mehr geholfen. Aber bei den Grünen geht es halt nicht immer um die absoluten Emissionen oder so, sondern es geht darum, Hauptsache wir in Deutschland machen alles immer perfekt richtig. Ob wir dann beispielsweise sehr schädliches LNG aus den USA importieren, was überall mit Fugitive Emissions halt eben das Methan und so weiter in die Atmosphäre bläst, das ist uns dann relativ egal. Hauptsache, wir persönlich hier haben kein böses Gas mehr aus Russland und so. Ja, aber Herr Habeck, damit kommen Sie natürlich auch nicht mehr durch bei den Wählern. Jetzt haben wir aber nochmal zum Abschluss, Leute. Also ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, nein, bitte nicht, Kolja, bitte nicht wieder den Marcel Fratscher hier. Dann kann ich euch auch verstehen, wenn ihr jetzt das Video schon abschaltet. Aber für alle anderen Interessierten, ihr könnt gerne noch hier euren Kaffee nehmen. Ich habe jetzt hier auch so einen Kaffee noch hier mir gemacht. Das ist aber nur so ein Instant-Kaffee. Der ist ja auch schon leer, wie ihr seht. Ja. Genauso leer ist auch die Argumentationskette hier von Marcel Fratscher. Hören wir uns mal kurz an, was er jetzt dazu sagt. Auch zum Thema Schulden machen. Ja, wir brauchen Schulden. Wir brauchen mehr Schulden. Wir müssen uns ehrlich machen. Wir stehen auch heute in einer extrem schwierigen Situationen.
Also wir brauchen mehr Schulden. Wirtschaftlich wie sozial. Deutschland muss wirtschaftlich wichtige Transformationen bewerkstelligen. Komm Marcel, sag es doch endlich. Wir brauchen mehr Schulden. Nachhaltig werden, die digitale Transformation muss sich global komplett neu aufstellen. Verteidigung, Sicherheit, das sind alles Herausforderungen, die viel Geld kosten werden. Und man muss sich ja überlegen, was passiert, wenn der Staat jetzt einen Sparhaushalt fährt. Dann entsteht ein viel größerer Schaden, als wenn der Staat jetzt neue Schulden aufnimmt. Es fehlt für das Bildung. Aha, da hören wir es. Also, es entsteht ein viel größerer Schaden, wenn man spart, ja, so statt wenn man jetzt einfach neue Schulden aufnimmt und so. Das ist bei diesen ganzen Aufnahmen von Neuverschuldungen halt zu immer größeren auch Tilgungen kommen muss und Zinszahlungen, gerade in diesen aktuellen Zinszeiten, ja. Der Finanzminister hat es neulich gesagt, Deutschland hatte irgendwie 4 Milliarden oder was sie jährlich zahlen mussten an Schuldendeckungsdienst, noch als die Zinsen niedrig waren. Jetzt hat sich das verzehnfacht, sind schon 40 Milliarden jährlich, ja. Nur für die Zinsen, für die Schulden, ja. Das wird natürlich noch immer weiter und weiter. Und die zukünftige Generation, an die ja die Grünen und so weiter und alle anderen Etatisten immer so stark appellieren, die müssen das alles irgendwann mal abzahlen, ja. Und am Ende steht die Frage immer nicht, wer macht wie viel Schulden, sondern was kommt am Ende bei raus. Und was wir ja immer wieder festgestellt haben, dass diese ganze Subventionswirtschaft halt einfach marode ist. Wir haben es doch schon wieder jetzt gesehen bei Siemens Energy und so weiter, ja. Und jetzt schaut euch das mal an. Hier, das ist diese Industriepolitik, das ist diese Industriestrategie von Habeck. Und die, wenn man sich dieses Dokument mal im Detail anschaut, dann ist es durchaus interessant, weil da geht es nicht einfach nur um ein paar Energieunternehmen, ja, und ein paar Versorger und so oder Stahlindustrie oder chemische Industrie. Das geht in jeden einzelnen Wirtschaftsbereich, egal ob Leichtbau, Pharma, Plastik, alles. Alles soll staatlich subventioniert, gelenkt und geleitet werden. Und dafür nimmt man neue Schulden auf. Die werden massiv natürlich, diese ganzen Investitionen, die werden sich nicht rentieren. Das kann ich euch jetzt schon sagen, ja. Bildungsbereich für Schulen, für Kitas, Geld noch und nöcher. Es ist genug Geld für Kitas und Schulen da. Man muss es nur endlich mal dafür auch benutzen. Ja, statt irgendwelche hohlen Ideologieprojekte zu finanzieren und das ganze Geld in der Welt zu verteilen. Wir haben eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen bei der Verkehrsinfrastruktur. Ja, das liegt nicht am mangelnden Geld. Also sprich, wir brauchen jetzt eine Investitionsoffensive, damit eben Deutschland zukunftsfähig wird, gute Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben, die Unternehmen Perspektiven haben, der Wirtschaftsstandort Deutschland gesichert wird und eben auch... Oh Gott, sowas von einem Ökonomen zu hören. Das darf nicht vergessen werden, dass die Menschen mitgenommen werden. Deshalb, da wird kein Weg an Schulden vorbeiführen. Wenn das gut investiertes Geld in die Zukunft ist, dann sind es gute Schulden, dann sind es sinnvolle Schulden. Aha! Da kam ja sogar mal ein Fünkchen Wahrheit aus. Wenn es gutes investiertes Geld ist, ja. Aber Herr Fratscher, der hat einfach von Ökonomie keine Ahnung. Das hat er schon wieder jetzt damit bewiesen. Weil wodurch wird denn Wohlstand erschaffen? Man guckt sich in der Vergangenheit der Menschheit überall dort an, wo Wohlstand erschaffen wurde. Doch nicht durch den Staat und die staatlichen Investitionen. Der Staat erschafft dadurch Wohlstand, dass er die notwendigen Anreize setzt, damit die Unternehmen und Menschen Bock haben zu investieren und zu arbeiten. Die Menschen und die Unternehmen sind die, die Wohlstand erschaffen. Der Staat ist nicht viel mehr als der Verwalter, der dann möglichst vorteilhaft eben mit diesen Steuern und so weiter dann umgeht und den anderen wiederum mehr ermöglicht, mehr zu tun. Aber sich selbst zu ermächtigen ständig in dieser staatlichen Willkür, das wird in den kompletten Ruin führen.